Willkommen zu Radio General, ein interessantes Strategiespiel. Es ist wirklich interessant, weil man Sprachsteuerung benutzt. Und ich kündige es gleich an. Ich muss ein bisschen lauter sprechen und vielleicht versteht es mich auch nicht immer direkt, weil es das Audio von meiner Webcam benutzt, weil das Audio von meinem eigentlichen Mikrofon natürlich in den Stream reingeht. Ich habe hauptsächlich Giftcards für Freunde ohne Paper gekauft, zählt ja auch, und subscriben halt. Ja, das geht halt auch. Die Rede ist für alle, die es jetzt auf YouTube gucken, von Star Citizen. Vom Geld im Store ausgeben. So, ich denke mal, wir machen hier mal... Das habe ich schon erledigt, die beiden. Ich will euch aber nur das Spiel zeigen und deswegen machen wir eine, die ich schon kenne und hoffen, dass ich nicht komplett aufgeschmissen bin. Also, ab ins Spiel hier. So. Man zieht nicht die Einheiten direkt. Sondern man hat. Es hat sowieso coole Hintergrundinformationen, Bildmaterial vom Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das ist die Zeit, in der es spielt. Und wir sind ein General der kanadischen Armee. Und ja, wir machen sprachgesteuert, denn ich möchte euch das zeigen. Und in dieser Mission müssen wir erstmal Sachen finden. Also, Start Mission. Ja, es hat sofort erkannt. Sehr gut. Funktioniert mal besser, mal schlechter. Und wir kommunizieren wirklich nur über Funk. Das heißt, wir bekommen auch die Daten von den Einheiten nur über Funk zurück. Und wir müssen auf unserer Karte hier die Einheiten selbst dahin setzen, wo wir denken, dass sie sind, basierend auf dem, was sie sagen. So. So, Abel hat sich verirrt. Abel. Und hier ist das Let's Play beendet. Abel, report status. Habe ich doch gesagt. Abel, report status. Okay. Gut, das heißt, ich schätze, die sind tatsächlich hier irgendwo. Das hier ist bestimmt der Hill, den sie sehen. Und hier ein Kilometer... Northeast. Ja, das wird es wohl sein. Ungefähr da müssen sie tatsächlich sein. Abel? Abel, head south. 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 Abel? Abel, head south. Head? Abel, head south. Es funktioniert schlechter als in meinen Tests auf jeden Fall gerade. Abel? Head south. Head south. 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 Okay, klappt nicht. Will nicht. Man kann das blöderweise auch... Nein, south. Süden. South. 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 Abel? Abel hat south. Es funktioniert nicht. Leute, es tut mir mega leid, dass das nicht so gut funktioniert. Abel hat south. Es macht manchmal Spaß, wenn man sein richtiges Mikrofon verwenden kann, auf jeden Fall. Gut, dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Ich probiere es jetzt noch ein einziges Mal und ansonsten sage ich euch einfach, was in der Mission ansonsten passieren würde. Abel, head south. Head south. So. Abel hier, moving south. Machen wir so. Abel hier, we're not lost anymore. We're at Kilo 6. So, sie haben die Position jetzt wiedergefunden. Man kann es auch alles mit Maus spielen. Aber es ist cooler mit Radio auf jeden Fall. So, sie können jetzt, also das ist eigentlich noch eine Tutorial-Mission auch, also die ist jetzt nicht krass anspruchsvoll, aber perfekt, um es zu zeigen, weil sie eine Menge zusammenfasst von den Sachen, die man machen kann. Genau, Baker, Status Report. So.
So, Baker hat ein kaputtes Funkgerät. Oh oh, dann müssen wir sie jetzt finden. So, und irgendwo auf dem Klemmbrett steht, wo sie sein sollen. Das sind unsere Reserven. Jetzt muss ich nur wissen, wo der Geheimdienstbericht ist. Funkkanäle und Artillerie. Baker wurde das letzte Mal auf einer Straße gesehen, die durch den westlichen Wald führt. Okay. Man kann sich das auch hier hinlegen, wo man will. Das ist ziemlich lustig. Also das ist per se cool gemacht. Also hier irgendwo werden sie sein. Ich schätze mal da. Und jetzt würde ich gerne Abel sagen, dass sie zu Golf 4 gehen sollen. Abel? Move to Golf 4. Golf 4. Hat geklappt, sehr gut. Wenn es mehrere erkennt, nimmt es die... Warum hat es nicht gesagt? Warum funktioniert das gerade nicht? Abel? Abel? Move to Golf 4. Golf 4. Golf 4. Golf 4. Abel, Abel, move to Golf 4. Abel, 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 move to Golf 4. 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 Das ist das nervigste Let's Play garantiert auf der Welt. Was? Hat es gerade... Hä? Oh Mann, es tut mir leid. Es funktioniert nicht immer alles so perfekt, so. Jetzt sagen wir den mal Report Status. Gut, sie sind noch unterwegs. Wir sind gerade bei Michael vor... Mike, da sind sie. Oh, die sind noch ein ganzes Stück weit weg. Also ihr interagiert zwar hier mit diesen Einheiten. Also ihr könnt mit denen interagieren. Aber eure Einheiten können überall auf der Map sein. Sehr gut. So, sie haben jetzt gesagt, wo sie sind. Das hat Spieler auch automatisch netterweise dahingestellt. Oh, der Feind ist da oben. Okay, dann sagen wir jetzt, glaube ich, mal, Abel, move to location 1. Abel? Abel, move to location 1. Okay, klappt nicht. Kommt, ich höre jetzt auf damit. Das ist Blödsinn. So, wir markieren den Feind. Wir können den auch benennen, so wie wir wollen. So, und theoretisch kann man auch immer vorspulen oder pausieren und was auch immer machen. So, und jetzt sagen wir Baker, dass sie bitte diese Position bombardieren soll. Sehr gut. Geschafft. So, die können jetzt Position 1 wieder verlassen. So, die sind abgehauen. Doch, doch, sind sie schon gut. Feindliche Panzer unten rechts kommen. Okay. Na dann, mal bitte. Hier hin. Für bessere Übersicht. Oh, wir können die Royal Anti-Tank Guns rufen ins Gefecht. Das machen wir doch. Dann spiele ich die jetzt erstmal. Hier hin. So. Hat das zu sagen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche markieren neben der Nachricht. Oh, upsi. Zack. Okay, ja. Abel, sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Okay, ja, das ist was anderes, bitte. Ich kann sie nicht klicken, weil sie weg ist. Hallo. So, jetzt. So, nennen wir hier. Okay, sie gehen nach West. Dann geht ihr bitte dahin. Wir feuern mit Baker. Hier geht hier. Ha? Ich glaube, wir haben sie ein bisschen getroffen, oder? Sind sie schon unterwegs? Oh! Okay. Ja, sehr schön. So, wo sind sie denn? Was denkt ihr, Leute? Okay, ich habe Abel getötet, glaube ich. Abel, wo bist du? Abel will nicht mehr. Abel will nicht mehr, Mist. Jetzt schicken wir Charlie hier hin. Charlie hier, alright. Heading to Echo 7. Got eyes on Bear at Hotel 7. Head right for us. Charlie hier. Okay, hier ist Bear. Die schießen, glaube ich, auch automatisch. Jetzt sagen wir Baker noch. Dass sie da auch mit bombardieren sollen. Geschafft. Oder auch noch nicht. Okay, Abel ist offenbar ausgeschalten, so ein Mist. Was richtig interessant ist, würde es jetzt mal als interessant beschreiben, ist, dass man nach der Mission tatsächlich an die Familien der verstorbenen, gefallenen Soldaten schreiben muss. Und dann muss man sich überwinden, nicht sowas zu schreiben wie Upsi, sondern etwas wie: Es tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Oh, oh, die sind schon weg. Okay. Baker, was hast du sonst noch zu sagen? Nichts weiter, ne? Benutzen Sie Position Weber, um zu bestimmen, welche Stadt er angreifen wird. Schickt Sie Ihre Panzerwehr Charlie in die gefährliche Stadt. Okay, haben wir doch schon gemacht. Nutzen Sie die Position und Bewegungsrecht des Feindes, um zu. Er ist doch schon ausgeschalten. Wird nichts mehr. Was ist denn hier los? Ich kann den auch mal dahin schicken. Aber bis dahin, dass ich das noch mal bombardiere. Aber was ist das passiert? Charlie ist doch in der gefährlichen Stadt. Ah, okay, ich muss das noch mal. Okay, gut. Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie mit der Schreibtischuhr. Okay, ich hab's doch schon. So schon. Und die Wiederholung würde ich mir gerne nochmal angucken, ja. Gut, geschafft. Nicht so lange gebraucht. Aber geschafft. Ja, Abel ist
ist leider. Ist doch okay, wir sind ready. Geschafft! Jetzt könnt ihr es aufhören vorzuspulen, danke. Das Spiel, wartet, ich suche nochmal kurz den Entwickler raus, von dem mir das zur Verfügung gestellt wurde. Ja, Abel wurde ausgelöscht. Dann schauen wir uns nochmal an, was passiert ist. Also hier ist Abel und jetzt? Ist er hier ganz nach drüben gegangen, dann mal hier ganz oben hin, mal nach links, hier drüber, dann. Das ist schon ein wenig Chaos, aber es ist doch lustig. So, wurde mir zur Verfügung gestellt von, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das ist aber sehr, sehr schade. Aber gibt ja auch die Steam Shop Seite. Also, da habe ich echt nicht. Von Foolish Mortals. Foolish Mortals hat mir zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Nun, da ist Abel leider draufgegangen. Ja, und dann war die Mission eigentlich vorbei auch. Ich hätte noch ein Spiel, vielleicht spielen wir das auch nochmal kurz. Aber ich glaube eigentlich passt das für heute. So, fortfahren. Die Wiederholung müssen wir nicht speichern. Erledigt. Ach, wir mussten heute, wir mussten jetzt gerade gar nicht nochmal spielen. Gut, geschafft. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Es eignet sich leider nicht für ein Let's Play. Aber es ist auch ein bisschen Special Interest, weil man muss RTS mögen, man muss diese Art von Interface mögen und auch noch den Zweiten Weltkrieg und so ein bisschen was Historisches vermittelt zu bekommen. Das muss man auch mögen. Also, ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet und jetzt spielen wir vielleicht nochmal gleich im Stream ein wenig Silent Sector. Bis dann. Bis bald! Don't let the pipe fool you. Our general's anything but a man at ease.